Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, an Bord der Airbus 173 in einem Flug nach draußen. Wir spielen jetzt Fina, ne? Heißt sie, die Gute. Und müssen ein bisschen anschaffen gehen, damit wir aus der Stadt kommen. Seid ihr wegen Herrn Schlamassel hier? Was kann ich für euch tun, Fräulein? Ich suche Arbeit, damit ich Herrn Schlamassel bezahlen kann. Arbeit! Dann wollen wir mal sehen. Hier ist die Liste von offenen Stellen. Sagt Bescheid, wenn ihr euch davon zusagt. Kellnern beim Wokdonalds. Markt in der Resistenz Dalmar. Kinderhüten. Nichts. Oh, Kinderhüten. Das war's für mich. Ich sag Kinderhüten. Seid ihr sicher, dass ihr Kinderhüten annehmen wollt? Ja. Geht zum Waisenhaus. Dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt daran, schlagt nicht über die Stränge. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Doch, sicher. Kinderhüten ist ganz easy. Man muss nur nett und freundlich sein und Spaß haben. Aber wir haben gar kein Schwert. Kinder, wo wart denn ihr? Ihr wart beim Herz, ne? Beim Herz wart ihr. Beim Herz waren die Kinder. Wir haben jetzt auch gar nichts mehr hier. So. Nein, was? So, kann ich hier fragen? Hallo? Willkommen im Waisenhaus von Genau. Wir nehmen uns all der Kinder an, die ihr Eltern im Krieg und anderen bla 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 bla. Das war ja nichts. Was hilft denn? Hilft die uns? Ich ruhe mich nur ganz kurz aus. Ach so. Ah, jetzt geht's los. Oh, ihr seid das neue Mädchen? Ihr seid meine Rettung. Naja, ich schätze, ihr wisst, was zu tun ist. Dann überlasse ich euch die Aufsicht. Viel Glück. Nicht so schnell. Endlich frei! Wuhu, Kinderlein. Wollt ihr spielen? Ja, Stefan weiß natürlich noch genau die Stimmen von allen. Was für Versteckenspiel! Ihr seid der Hammer, Fräulein! Mich findet nie einer. Oh ja, cool! Glöffe! Oh nee. Oh, Musikwechsel und wir müssen 5 Kinder finden. Das ist ja schön. Wir suchen Kinder. Jetzt geht es los, wir suchen Kinder im Dorf. Wo mögen sie sein? Vielleicht müssen wir in die Häuser gehen. Nein, da ist ja schon einer. Und er sagt, ich weiß das beste Versteck aller Zeiten. Achso. Verstehe. Ich weiß das beste Versteck aller Zeiten, sagte er und war der Erste, der gefunden wurde. Und wir suchten weiter nach den Kindern, versteckt in der großen Stadt. Wo mögen nur die kleinen Kinder sein, versteckt in der großen Stadt. Vielleicht fangen wir unten an und gucken in das erste Haus. Hier mag keiner drin sein, nein, das ist ja nur der kleine Klaus. Hier in der großen Halle vielleicht, da könnte auch ein Kindlein sein. Leider weiß ich nicht mehr, wie die Kindlein ausgesehen hat. Jetzt schon? Habt ihr etwas Superkräfte oder was? Okay, die standen da schon alle. 2 von 5. Und jetzt geht es weiter. Wir gehen in die Häuser und dann suchen wir die Kinderlein. Ja, die Kinderlein mit ihrem Bein. Die Kinderlein. Hier ist ein Mann, da waren wir noch nicht. Ich weiß, genau da. Ah, sie mögelt. Hier hängt noch ein Zettel. Den kann ich nicht lesen. Was ist das für ein Typ? Hallo.
Guten Tag. Willkommen bei McDonald's. Die Küche ist noch geschlossen. Schaut später nochmal vorbei. Ah, so. Hier hätten wir also kellnern können. Das wäre bestimmt auch lustig gewesen. Aber das ist natürlich auch super lustig, was wir hier machen jetzt. Umgucken und die Kinder finden, die sich hier verstecken tun. Ja, das ist ein Spaß. Nein, ist es nicht. Doch, ist es schon. Nein, ist es nicht. Was weiß ich schon. Mal gucken, ob im Shop noch jemand drin ist. Ja, da hatte ich wohl recht. Das ist unfair. Ich dachte, das wäre die Tür. Nur noch ein Kind, was wir finden müssen. Und dann könnt ihr mich küssen. Bitte, bitte. Hallo, Wache. Ich soll in dieser Kiste nach einer Brille, nach der Brille des Leutnants suchen. Ja, ich sehe selbst, dass sie nicht drin ist. Aber angeblich hat er sie dort liegen lassen. Befehl ist Befehl. Also suche ich. Tja, hier also Soldatdienst zu schieben. Hier als Soldatdienst zu schieben ist eine Art Schnellkurs in Lebenskompetenz. Danach ist man allen Schwachsinn gewappnet, den die Welt zu bieten hat. Oder man verliert den Verstand. War was? Die Leutnants machen uns das Leben zur Hölle. Mitunter geben sie völlig sinnlose Befehle. Ich zum Beispiel soll hier nach einem aufziehenden Sturm Ausschau halten. Und zwar drinnen. Aber es ist müßig, sich drüber den Kopf zu zerbrechen. Befehl ist Befehl. Dummheit ist Siegeld. Je mehr man hat, desto zeigt man davon. Desto mehr zeigt man davon. Aber sagt den Leutnants das besser nichts ins Gesicht. Sie können es sich falsch verstehen. Dann wiederum, woher sollen sie wissen, dass sie damit gemeint sind? Ich meine, ja nur. Und doch, hallo? Hallo? Ich bin ins Militär eingetreten, um Oberst Dalkin zu folgen. Er ist mein Held, ein echter Soldat, den allen Truppen lieben. Nur schade, dass die Armeeingenieure von den Leutnant angeführt wird. Lustig. Ja, aber hier ist kein Kind drin. Vielleicht ist hier ein Kind drin. Ach, guck mal, hab's gefunden. Oh nein, wie habt ihr mich gefunden? Ich bin viel schneller als du. Oh, der hat sich durchgebackt. Nein, ich will sehen, wie der da reingeht. Oh mein Gott, er hat sich verschwunden. Nicht, erstmal findet ihr mich nicht. Ach, kommt uns gerne jeden Tag besuchen. Ich muss mal. Ihr seid ja so cool. Dafür werdet ihr bezahlen. Seid ihr in Ordnung? Wie ist es gelaufen? Sie haben sich doch hoffentlich benommen. Schon wieder? Aber ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Hier, das ist für euch. 80 Gold. Danke für eure Hilfe. Kommt gerne wieder. Bitte, bitte, habe ich gerne gemacht. Oh, ist es schon Abend? Nee, wird gerade Abend. Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Ja, schnell, bevor das alles noch dunkler wird, als es schon ist. Oh mein Gott, wo war der Gasthof? Oh, ich muss rennen. Hier war der Gasthof. Und jetzt hier so, da, hallo, nicht. Aber wir müssen ja hier hin und das Geld abgeben. Das bringt uns überhaupt nichts, fällt mir gerade ein. Wir müssen ja erstmal hier schlafen, hat er auch gesagt, ne? Jetzt haben wir 80 Gold. Jetzt schlafen wir mal. Ja. Bitte, 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 bitte. Okay, hallo. Hier ist die Liste der offenen Stellen. Sagt Bescheid, wenn ihr eine davon zu... Ja, dann kellen wir auch noch. Wir müssen wahrscheinlich eher alles machen. Seid ihr sicher, dass ihr Kellner mal in McDonald's annehmen wollt? Ja, geht zur McDonald's. Dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt dran, esst bloß nichts dort. Nicht.
nicht, was ich mir als Kind vorgestellt hatte. Ich wollte immer Astronaut werden. Ja, Astronaut im Mittelalter. Supi Idee. Okay, dann gehen wir mal zu VocDonalds. Hier W für VocDonalds. Du Depp, Stefan. Merke ich gerade erst. Hallo, ich möchte kellnern. Hallo. Willkommen bei VocDonalds. Die Küche ist noch geschlossen. Schau später nochmal. Oh, seid ihr die neue Kellnerin? Perfekt. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Service beginnt gleich. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ja, ihr werdet sehen, es ist kinderleicht. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welcher Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und nimmt Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht zu wählen. Dann wird er seine Bestellung aufgeben. Danach kommt ihr zu mir, um das Gericht abzuholen und es dann dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellung. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen. Die meisten Gäste hassen das. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm hin, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Versucht, mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor ihr serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das wär's. Kinderleicht, oder? Oh Gott, wollt ihr, dass hier die Anweisung wiederholen? Nein. Wunderbar, damit haben wir offiziell geöffnet. Okay. Hallo. Bei VocDonalds. Herzlich willkommen bei VocDonalds. Hast du jetzt dein Hallo? Ich hätte gerne mal sehen, das Tagesgericht. Okay. Ich hätte gerne mal sehen, das Tagesgericht. Zweimal das Tagesgericht. Das Tagesgericht. Bitteschön, das Tagesgericht. Bringen wir natürlich erstmal dem netten Herren hier das Tagesgericht. Bitteschön, das Tagesgericht. Das ging auch schnell. Bitteschön. So, isst du mal. Leider kann ich nicht rennen. Hallo, welches Gericht möchte Tagesgericht? Bitteschön, das Tagesgericht. Dankeschön. Hier, bitteschön, das Tagesgericht. Jetzt essen die. Das ist richtig spannend, denen auch beim Essen zuzugucken. Ja, sind voll fröhlich. Essen, fröhlich, essen, fröhlich, essen, fröhlich, essen. Oh! Fröhlich bezahlen. Hallo, das war lecker, danke. Tschüss. Das war lecker, danke. Tschüss. Herzlich willkommen bei VocDonalds. Herzlich willkommen bei VocDonalds. Okay. Herzlich willkommen bei VocDonalds. Ist das jetzt schon ein... Ah, jetzt. Hallo. Ich hätte gerne die Paste à la Chef. Paste à la Chef unten. Die Paste à la Chef und zwar zackig. Alles klar. Zweimal Paste à la Chef. Das kriege ich hin. Paste à la Chef. Ah, Paste à la Chef. So, das kriegst du. So, dann haben wir hier. Tagesgericht. Nein. Entschuldigung, wollte ich nicht. Okay, Tagesgericht. Paste à la Chef und Tagesgericht. Paste à la Chef. So, einmal die Paste à la Chef. Alles klar, Paste à la Chef. Ich war noch nicht... Ja, sorry, Mann! Hab halt versehentlich A gedrückt. Nein! Okay, sorry, dann kriegt halt erst er hier. So, und sie bekam das Tagesgericht. Oh mein Gott! Endlich! Ja, sorry halt, mein Gott, nee. Leute. Achso, sorry, hast dich noch nicht entschieden. Es tut mir furchtbar leid. Sie möchte bezahlen. Ja, fick dich, blöde Kuh. Pasta à la Chef, habe ich, glaube ich, richtig gelesen. Und Big Wok. Und du? Pasta à la Chef. Pasta à la Chef. Okay. Oh Gott, viel zu viel auf einmal. Paste à la Chef. Paste à la Chef. Big Wok. Und der da oben bekam noch die Paste à la Chef. So, dann bekommst du noch Salat.
Salat Big Wok und Salat Big Wok Salat. Salat. Ah, oh, dass der das immer da sagen muss. Salat. Big Wok. Mal kurz hier. Nein, sei nicht böse. Big Wok und Salat kriege ich noch. Mein Gott, ist das immer noch nicht zu Ende. Jetzt muss ich hier nebenbei noch die... Okay, okay, ich habe keine Ahnung, wer jetzt zuerst und so weiter, der überlegt noch. Dann gehe ich erstmal hier hin. Du kriegst einen Big Wok. Alles klar, Big Wok für dich. Und du kriegst, was kriegst du? Du kriegst Big Wok. Perfekt, dann brauche ich mir nicht so viel merken. Big Wok einmal bitte. Einmal bitte Big Wok, Big Wok. Dankeschön. Bitteschön, dankeschön. Sehr gerne Big Wok für den Herren. Nein, die Dame am unteren Tisch. Verzeihung bitte. So, jetzt geht's auch schon nach oben. Der Herr hat sicherlich schon ausgewählt. Was möchten Sie? Ich hätte gerne das Tagesmenü. Nein, den Big Wok, den Big Wok. Alles klar, dann bekommen Sie den Big Wok. Gar kein Thema, wir nehmen den Big Wok. So, vielen Dank, dankeschön. Der Big Wok einmal zu den Herren hier vorne an dem Platz. Danke bitte gerne. Die möchten bezahlen. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Das war nicht direkt schlecht, aber er soll lala, ja, ist gar kein Problem, kommen Sie einfach nicht mehr wieder. Es sieht sehr nach dem letzten aus, das würde mich freuen. Hallo, essen Sie bitte schneller, essen Sie, danke. Das war nicht direkt schlecht, aber er soll lala, okay, kein Problem. So, und das klingt so nach gar keins. Ist jetzt Ende? Ende, Feierabend? Gut, das war's für heute. Wir haben heute 15 Gäste bedient und niemand ist gegangen, ohne zu bezahlen. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit war 6, nicht übel. Hier habt ihr euren Gehalt. Kommt gerne wieder, um hier zu arbeiten. Ah, cool, 95 Geld. Und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge von Evoland 2. Cool, nicht wahr? Haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht. Also bin ich mal ein bisschen stolz auf mich. Hätten wir ein bisschen schneller machen können, aber wir haben nichts vergessen. Also dann, schönen Abend noch oder Tag oder Mittag. Tschüss und schreibt einen Kommentar bitte.